Wait a sec. How come the Heartless are still running around? Your past endeavors did prevent an immense effusion of Heartless from the Great Darkness. Make no mistake about that. However, the Heartless are darkness made real, and darkness yet lingers in every heart. The Heartless are fewer, but while darkness exists in a single heart, it will be difficult to eliminate them. Gorge, that must mean if everybody's heart was full of light, them Heartless would go away. Now, it is time to speak of the enemies that you will encounter. If one such as you, Donald, yields to the darkness in their heart, they too will become a Heartless. But you know this. The Heartless are always lurking and ever seeking to capture new hearts. Never let your guard down. Now then. At times, if someone with a strong heart and will, be they evil or good, becomes a Heartless, the empty shell they leave behind begins to act with a will of its own. An empty vessel whose heart has been stolen away. A spirit that goes on even as its body fades from existence. For you see, no bodies do not truly exist at all. No bodies may seem to have feelings, but this is a ruse. They only pretend to have hearts. You must not be deceived. No bodies. They don't exist. Now then, the being you see before you is known as a Dusk. They are the most common form of nobody. But there are others, some larger, some with frightening and unique powers. Be vigilant. On your journey, you will meet an alarming number of Dusks. They will all attempt to do you harm. Still, they are nothing but empty shells destined to return to darkness. But the beings you see before you now are different. These powerful nobodies have formed a group called Organization 13. It commands the lesser nobodies. Organization 13. While Heartless act on instinct, nobodies function in a higher manner. They can think and plan, and it seems they are working towards a goal. What that goal is, we do not know. The king sensed the danger and journeyed forth to fight it. He found the Dark Realm's Keyblade and with it closed the door. Now he's traveling from world to world, fighting the Heartless as he seeks the answer to the riddle of the Nobodies and Organization 13. Then I guess we better go find the king first. But where could he be? Well, we won't know till we look. Yeah, and the king must know where Riku is, because the two of them were together in the Realm of Darkness when we closed the door. You know, after defeating Ansem. So, before you go, you will need more suitable traveling clothes. Those look a bit too small for you. Through there, you'll find three good fairies. If you ask, they'll create for you appropriate garments. Gorse, Sora, you sure are growing fast. I guess.
So, und damit ein recht herzliches Willkommen zurück bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. Jo, jetzt haben wir uns nochmal die Ansprache von den Cid angehört, dass er uns erzählt hat, wer waren denn diese wabbeligen Figuren, die wir am Anfang gesehen haben, als wir noch mit Roxas gespielt haben. Das sind die Niemante. Und Organization 13, die kennen wir ja noch aus Kingdom Hearts Rechain of Memories, als wir auch mit Rico und Sora gespielt haben. Ja, und jetzt gehen wir durch die Tür zu den Feen. Me, you guys, Riku and the King. I don't care who this organization is or what it's planning. With the five of us, I mean, six of us, there's nothing to worry about, right? Yeah. Das stimmt. Wenn du dich umgezogen hast, ist es Zeit für euch, an der Zeit aufzubrechen. Jetzt umziehen? Ich bitte darum. Well, look who's here, dears. Sora, Donald, and Goofy. Oh, if you're looking for clothes, you've come to the right place. I'll do the designing. Oh, that will never do. Oh, now, dears. But don't you like this better? Hold on. Are you certain? Blue. Ah, would you just decide? All right, then. Together now, dears. And no more squabbling. Oh, my. Oh, it's lovely. Oh, yes. He does look very dashing. Now, those aren't ordinary garments. They have very special powers. Take the orb, dear. And watch what happens. Wow! Whoa! Whoa! Wow! Two keyblades! This journey's going to be twice as difficult as your last. Garments also have other powers, but you'll have to discover what they are as you continue on your journey. Okay, I'll do my best, and thanks a lot. Oh, and there's something else for you from Master Yen Sid. Oh, boy! Das Kommando Drive wurde hinzugefügt. Die Leiste wird in der rechten unteren Ecke angezeigt und wird verbraucht, wenn du andere Formen benutzt. Du gewinnst an Stärke, wenn du dir beim Wechseln in eine andere Form die Kräfte deiner Gefährten leist. Während der Transformation verschwinden diese allerdings. Ja, jetzt haben wir die Ability bekommen. Ability, sag ich. Jetzt haben wir die Fähigkeit bekommen, Drive anzusetzen. Da unten seht ihr es. Und wenn wir das tun, verwandelt sich Sora in... Ja, die rote Dryform, das ist dann im Prinzip Goofy. Es gibt noch die für Donut und es gibt noch die weiße Dryform. Und das sind alle drei, die es gibt. Die kann man auch nochmal entsprechend leveln. Und die haben alle unterschiedliche Abilities. Und das gucken wir uns dann nachher mal im Detail an, wenn es soweit ist. Hör mal auf damit. Mithril-Tropfen. Super. Dann gehen wir mal wieder. Hoppla, Sora, du hast das verloren. Wie? Scheint aus deiner Kleidung gefallen zu sein. Da ist was drauf abgebildet. Sieht aus wie ein Teil eines großen Bildes.
Noch ein Geschenk? Nanu, das ist nicht von uns. Aber da es aus deiner neuen Kleidung gefallen ist, hat es sicher etwas mit deinem Abenteuer zu tun. Pass gut darauf auf. Wenn du noch mehr dieser Teile findest, solltest du sie aufheben. Vielleicht lohnt es sich. Und ich schreibe für dich auf, was du schon gefunden hast. Du hast ein Puzzleteil gefunden. Puzzleteile findest du an unterschiedlichsten Orten. Einige kannst du erst durch bestimmte Abilities erreichen. In Jiminys Tagebuch siehst du, welche Teile du schon hast. Okay. Was ist mit dem hier eigentlich? Bei dem geistigen Auge siehst du ein Bild, wie du von der Macht der Dunkelheit übermannt wirst. Oh nein. So, you guys ready to go? Now, just a moment. Because of your previous endeavors, the worlds have returned to their original states. That means the pathways between them have disappeared. How do we get around? Do not fear. If what the king suspected proves true, the worlds have prepared new pathways along which you may travel. These pathways may be utilized by unlocking special gates. How these gates are opened, I'm afraid I do not know. However, the Keyblade will serve as your guide. When a beam of light radiates from the Keyblade, return to the gummy ship. Though the worlds may seem far apart and out of reach, they nonetheless remain connected by invisible ties, as do our hearts. Our hearts are connected. That is correct. Got it. But be warned, as you proceed, the Heartless and the Nobodies will be using their own paths. Corridors of darkness to travel from world to world. They may be attempting to link these dark pathways to the gates between the worlds. Hey, that's doubtful. Now then, that is all the information I can give to you. Go forth, Sora, Donald, and Goofy. Everyone is waiting. Okay, let's get going. Master Yetzig! We sure do appreciate the help. My goodness, what's that? Haven't we seen this somewhere before? Yes, dear. I wonder whose it was. Oh, Malefa! No, we mustn't remember her name. Oh, dear. She was a mean old witch. Oh, no. The memories are coming back. What'll we do? Oh, what'll we do? Perhaps we should tell Master Yen Sid. Yes, that's what we must do. Hurry. Maleficent! Howdy, Sora. How you doing? It's your favorite gummy engineers here, ready for duty, Chip.
be flying! Only one? That's no good. Wait, I think it's a world we know. Benutze den linken Stick, um die Gummijets zu steuern. Fliege die Welt im unteren Teil des Bildschirms an. Wenn du an deinem Ziel angelangt bist, drücke Dreieck, um zu landen. Okay, dann tun wir das mal. Ne? Hallo Bastion. Los geht's. Maleficent! Maleficent! Maybe they really did finish her off. Ooh, this castle sure ain't what I expected. No shine, no nothing. Oh, now what's gonna happen to our plan? It's Hollow Bastion. Gorsh, looks kind of different now. I hope you and the kid are doing okay. Uh-oh, looks like we're gonna have to do some fighting. So, wir sind in Hollow Bastion angekommen und da haben wir auch schon ein Puzzleteil. Erwachen. Items aus Läden, in denen du bereits warst, werden auch in den Läden größerer Städte verfügbar. Was haben wir denn hier? Ein Ability-Ring, AP plus 1. Das klingt doch ganz geil. Nehmen wir nochmal. Also, Ability, Form Abilities. Form Abilities sind fix. Formen Abilities verbessern, so rum. Indem man den Level einer Form steigert, können die Abilities selbst außerhalb dieser Form eingesetzt werden. In den Formen kann eine zweite Waffe angelegt werden, ein Schlüsselschwert mit einer Durchschlagskraft und eine Ability. Doppelte Durchschlagskraft und eine zusätzliche Ability. Erlangen Abilities und Stärke von beiden Waffen. Ja, okay. Ja, das passt schon. Heldenform, genau. Da haben wir zum Beispiel hier so viele Abilities drin. Selber haben wir noch gar nicht so viele, die wir ausrüsten können. Deswegen ist in den Heldenformen auch der Schaden höher als normal. Aber das relativiert sich dann irgendwann so gegen Ende des Spiels, wenn wir Level 99 sind. Was wollte ich jetzt? Achso, Items. Genau. So. Ein Ability-Ring. Nice. Genau, und bei Item City hier haben wir noch den Sternsucher. Der könnte mir rein theoretisch auch als Waffe ausrüsten, weil er ein bisschen mehr Magie hat und Luftkombo Plus. Aber ich bleib mal beim Königsanhänger. So, haben die Boys noch irgendwas? Ne, wir haben keine Items, die wir ihnen geben können. Okay. Frische Demogri in den Städten. Sie können aus verschiedenen Materialien Items herstellen. Sammle Materialien für Itemherstellung, um verschiedene Gegenstände zu erhalten. Genau, die sind auch wieder zuständig für das Ultima Schwert. So wie in Kingdom Hearts Final Mix. Für das Erreichen eines Sammelziels Elixier erhalten. Genau, es gibt verschiedene Items, die wir dann sammeln können und entsprechend bekommen wir dann Materialien. Liste der Materialien, die du an die Mokris abgegeben hast.
Mithrilsplitter und Mithriltropfen. Okay. Da kommen wir noch nicht ran. Dazu müssen wir erst drüber sprinkeln. Onkel Dagobert. Wer? Ronalds Onkel, ein ganz großer Geschäftsmann. Bevor die Herzlosen überall auftauchen, bereiste er zusammen mit dem König die Welten in einem Gummijet. Sein Ziel war es, ein Transfersystem aufzubauen. Ein Transitsystem. Was soll der plötzliche Aufruhr? Oh, Donald, du bist das. Und Goofy, hallo zusammen. Fein. Gut seht ihr aus. Gesund und munter. Und wo war auch Onkel Dagobert? Ach, schon wär's. Ich schaffe es einfach nicht, mein Lieblingseis von früher nachzumachen. Ich würde mich dumm und dusselig verdienen, wenn das klappen würde. Schmeckt furchtbar. Okay. Yuffie! Look out! Es sind die niemand da. Zeit, sie zurückzuschlagen. Da ist ein neuer Niemand, den können wir noch nicht. Samurai. Jawohl. Hey, you guys! I see you're still in top form. What'd you expect? Looks like you're doing okay. Well, what did you expect? How are the others? Great! Hey, Yuffie. Have you seen the King and Riku? Nope. But I had a feeling I'd see you guys again. We may never meet again, but we'll never forget each other. Is that supposed to be Leon? Everybody's working on stuff over at Merlin's house. Come on! Na, dann schauen wir doch mal direkt vorbei. Noch mehr Herzlose. Ich habe echt lange nicht mehr gespielt, ich muss erstmal so ein bisschen auf die Steuerung wieder klarkommen. Ich habe das Gefühl, der linke Stick meines PlayStation 4 Controller gibt langsam den Geist auf. Manchmal stocken die Charaktere so ein bisschen beim Laufen, das hat mit dem Stick zu tun. Die Idee ist dieses kurze Ruckeln, so dieses so. Ja. Meet the Hollow Bastion Restoration Committee. We missed you. Well, if you ain't in top shape. I knew it. Knew what? A while back, everyone suddenly remembered you guys, all at the same time. You remembered? Wait, does that mean you forgot about us? Ouch! So where have you guys been all this time? We were sleeping. Where? In cold storage? It doesn't matter. This is great. Everyone's together again.
So, we're trying to find Riku and the King. Have you seen him? Right. Sorry, but let us know if there's anything we can do to help, okay? Okay, thanks. Don't go thanking us just yet. Hollow Bastion's got a problem. A big problem. You mean, like, nobodies? And heartless? That's right! Sounds like you could use our help. Then let's cut to the chase. Sora, Donald, Goofy, we were hoping the three of you might give us a hand around here. Like we're gonna say no? I forgot who I'm dealing with. Hey, what do you mean by that? Just think of it as a sort of Leon compliment. Follow me to the Bailey. There's something you need to see. Oh, I thought it was you. Right on time. It's Merlin! Sora and the gang said they're gonna help out. Splendid. We'll count on you. Right. Right. Ah, yes. Did you give them the cards, dear? Oh. Here. They're presents for you. Leon thought you might like to have them. Hollow Bastion Restoration Committee Honorary Member. Membership cards. Kinda cool, huh? Hey, thanks, Leah. Huh? Oh, no. We're supposed to be at the Bailey. Einen Moment, Sora. Geht der Controller jetzt nicht mehr, weil ich ihn am PC gerade lade. Na, muss ich gleich mal machen. So, einen Moment, Sora. Was ist mit deiner Magie? Hm? Oh, stimmt ja. Vielleicht hast du sie vergessen, als du geschlafen hast. Tja, was machen wir denn jetzt mit dir? Werde dir wohl ein paar Sprüche borgen müssen, aber sei vorsichtig, wenn du sie benutzt. Danke, Merlin. Dann los zum Außenhof, aber hurtig. Ein Mitglied des Hollow Bastion Wiederaufbaukomitees. Ein seltener Ausweis für Mitgliedschaft. Ehrenhalber. Wichtiger Ehrenmann. Schieß Eiskristalle auf das Ziel ab, über das Kommando Magie anwählbar. Eis. Das Kommando Magie wurde hinzugefügt. Magie verbraucht MP. Magieenergie. Aus der Leiste, die rechts unten im Bild angezeigt wird. Drücke L1, um Sprüche per Kurzbefehl auszulösen. MP regeneriert sich bei Speicherpunkten und auch nach einer bestimmten Zeitspanne. Selbst dann, wenn sie komplett verbraucht wurde. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, wir speichern hier mal an der Stelle. Das ist ein guter Zeitpunkt, denn ich würde die Folge hier auch echt mal an dieser Stelle beenden. Und sagen, danke sehr fürs Zusehen bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. So, in der nächsten Folge geht es weiter und wir laufen Leon hinterher und gucken mal, ob wir ihm helfen können. Seinen herzlosen und, ja. Wie heißen die anderen Kerle nochmal? Achso, die, ne? Ihr wisst schon. Zu bekämpfen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.